Hallo und herzlich willkommen zu meiner Interviewreihe Peak Performance – Profitieren von den Besten. Auf das heutige Interview freue ich mich natürlich ganz besonders, denn ich interviewe gleich meinen Chef Dan Ettinger. Dan Ettinger ist einer der international gefragtesten Dirigenten seiner Generation. Er ist 1971 in Israel geboren und hat dort auch seine musikalische Ausbildung genossen. Zunächst schlug er eine sehr erfolgreiche Sängerkarriere ein, war auch als lyrischer Bariton an der Israeli Opera in Tel Aviv. 1999 wurde er dort Chorleiter und Dirigent. 2003 zog er dann nach Deutschland, nach Berlin und wurde in Berlin Assistent von Daniel Barenboim an der Staatsoper unter den Linden und war dort auch Kapellmeister. 2009 wurde er dann Generalmusikdirektor am Nationaltheater in Mannheim. Seit der Spielzeit 2015/16 ist er Generalmusikdirektor der Stadt Stuttgart und Chefdirigent der Stuttgarter Philharmoniker. Außerdem ist er seit 2018 erneut Chefdirigent des Israel Symphony Orchestra und Musikdirektor der Israeli Opera in Tel Aviv. Lieber Dan, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir jetzt noch die Zeit nimmst. Wir haben immerhin schon eine Doppelprobe hinter uns. Umso mehr vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Gerne. Super. Dan, es ist so, wir haben März 2021. Hinter uns liegt eine lange Corona-Zeit. Das macht ja auch mit jedem was. Und wir haben jetzt gerade letzte Woche am 7. März die Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit musikalisch umrahmt. Und du hast am Vorabend, warst du im Hotel und dann hast du bei Facebook geschrieben, nach exakt einem Jahr wieder im Hotel, nicht im eigenen Bett. Du fühlst dich krank vor Heimweh und du hast dich gefragt, habe ich in den letzten 15 Jahren wirklich so gelebt? Und jetzt ist natürlich die Frage, ziehst du da Konsequenzen daraus für dich oder war das einfach so eine Momentaufnahme, wo du sagst, ja okay, so ist es halt? Also ich frage mich doch immer, habe ich wirklich so die letzten 15 Jahre gelebt? Ja, genau. Positiv gemeint jetzt, also das ist nicht nur negativ gemeint. Ja. Aber ich sitze da im Hotel nach einem Jahr, wo ich nur in mein Bett geschlafen bin und nur zu Hause gekocht habe und nicht im Restaurant gegessen. Und jeder, der mich kennt, kennt mich als jemand, der fast nur draußen ist in Restauranten. Und ich würde jetzt so schätzen, zwischen 70-80% sein Leben, sein als Adult-Leben, in Hotels und Flugzeuge lebt. Und dann plötzlich gucke ich so, das ist ja ein Hotel, jetzt muss ich in ein Bett schlafen, der nicht mein Bett ist, muss mir was, so einen Burger bestellen, das ist nicht mehr mein Bolognese zu Hause, die ich koche. Und wie habe ich das 15 Jahre lang gemacht? Ja. Also man denkt darüber nicht, wenn du schon im Schwung bist. Ja, genau. Und dieses Jahr hat uns einfach die Chance gegeben, über solche Sachen überhaupt zu denken, neu zu erfahren, neu zu erleben. Was ist das überhaupt für mich als Künstler, als Dan, zu Hause, nur zu Hause zu leben? Ganz fremd. Aber jetzt war ein Hotelzimmer fremd. Ja, genau. Sei dir ruhig. Es war fremd für eine Nacht. Ja. Also es ist genau wie beim Orchesterspielen. Ja. Wir sehen schon, wie schnell unsere quasi Normalität zu uns zurückkommt. Ja, das stimmt. Und bei Normalität meine ich spielen, musizieren, aber auch kochen, nicht kochen, Essen bestellen oder im Hotels und Flugzeuge und Bahn zu leben. Ja, genau so ist es. Und jetzt ist die Frage, würdest du jetzt sagen, du ziehst daraus Konsequenzen? Also dieses, weil du also schon sagst, man konnte jetzt mal nachdenken. Ne? Alle haben ja gerade darüber nachgedacht. Also da das quasi so eine
persönliche Interview ist, obwohl alle das später sehen, kann ich dir erzählen. Also ich habe schon Konsequenzen von einem quasi Breakdown, die ich vor ein paar Jahren gehabt. Also richtig ein Burnout, ein Breakdown, physisch, mentalisch, psychisch, das war hardcore. Okay. Davon habe ich schon viel gelernt. Okay. Und meinen Kalender schon anders balanciert sozusagen. Ja. Und schon mir Gedanken gemacht, was ist wichtig, was ist wichtiger, was ist vielleicht nicht so mehr wichtig. Ja. Gott sei Dank waren meine letzte 15 Jahre, damals war es noch 10 Jahre, so erfolgreich, dass ich in so einer Position bin, auch Nein zu sagen. Aha, super. Okay. Und das ist kann auch eine gefährliche Position zu sein, aber auch eine sehr bequeme Position, persönliche Position zu sein und sagen, okay, jetzt kann ich für manche Engagements auch Nein sagen, wenn es nicht unbedingt 100% passt oder man muss nicht alles mehr machen. Ja. Das war schon mein allererster Schritt von die Konsequenzen, die davon du redest und fragst. Ja. Natürlich, diese Corona-Zeiten haben uns alle die gleichen Gedanken, haben wir alle diese Gedanken gemacht. Ja. Aber da ich schon einen Riesenschritt vor 5 Jahren gemacht habe, ist es bei mir nicht so dramatisch, es ist anders dramatisch. Okay. Weil sowas haben wir noch nie erlebt. Ja. Genau. Muss man schon sagen. Auf jeden Fall. Burnout wissen wir, was es ist. Ja. Nicht jeder ist unglücklich, das zu erleben. Mhm. Aber wir wissen davon etwas. Wir wissen, wie man damit lebt, macht und dein Leben verbessern kannst. Mhm. Aber mit so einer Situation wie jetzt mit Corona, also das Schockelement war das Nummer 1 Element, würde ich sagen, bevor die Gesundheitsängste und persönliche Karriereängste und alles, was dazu noch kommt. Ja. Aber das Schock von das Unbewusst war mir und ich denke alle das Nummer 1 Element in dieser Crisis, sozusagen. Du hast jetzt gerade auch letzte Woche, wir hatten dann noch Generalprobe. Und das fand ich interessant, weil du meintest dann so, könnt ihr es erkennen, weil dann würde ich es ohne Dirigierstab machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, ist klar. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, war das jetzt wegen der Fernsehaufzeichnung vom SWR, dass du gesagt hast, nee, dann lasse ich den Dirigierstab lieber weg? Oder welche Bedeutung hat für dich der Dirigierstab da? Im Gegenteil. Ist komisch, weil es ist schon die zweite Frage, wo ich schon diesen Prozess vorher begonnen habe, um mich von meinem Baton zu verabschieden, sozusagen. Ja, ja, ja. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich sehr lange Arme sagt man, ne? Habe. Ja. Relativ lang. Mhm. Und dazu kommt noch ein Taktstock, dann ist alles plötzlich sehr weit von mir. Alles zu... Okay. Zu groß, zu disconnected von meinen Musikern. Ja, genau. Also das ist doch ein Element, also dieser Taktstock ist ein... Taktstock macht keine Musik. Ja, ja, ja. Bei dir vielleicht. Ja, also, ja. aber bei uns macht der Taktstock macht keine Musik. Mhm. Es ist ein Element, der, obwohl zu meinem Instrument, der mein Körper ist, gehört, aber ist schon fremd. Ah, ja. Im Prinzip ist der Taktstock nur eine Verlängerung von meinem Arm und von meiner Hand. Okay. Meiner Hand. Das ist es. Okay. Und natürlich, wenn ich Opern dirigiere, wo ich diesen Riesenapparat kontrollieren muss, und wir reden von Sängern und Chöre und Sachen, die sehr entfernt von mir sind, da hilft ein Taktstock. Ja. Okay. Beim Orchester, wo wir musizieren, ohne extra Elemente, Bühne und Chöre und Sängern, dann kann man natürlich auch ohne Taktstock dirigieren. Ja. Okay. Da ist meine Körpersprache etwas anders, weil mit einem Taktstock kannst du weniger machen als mit ohne Taktstock. Ja, ja, genau. Normalerweise, wenn ich einen Taktstock benutze, ist meine rechte Hand die Polizei, die Rhythmus und Zeit gibt, um dass das Orchester einfach zusammenspielt. Genau.
manchmal auch das Charakter von meinem Schlag influences das Orchester. Ja. Aber die linke Hand ist die Hand, die malt. Ja, sagt man? Malt. Ja, sagen Sie, ja. Und die Phrasierungen zeigt und das Charakter zeigt. Ja, also das ist die Kombination zwischen beiden Händen bei meisten Dirigenten. Ja. Ohne Taktstock kann ich einfach so frei und wie ich will beide Hände benutzen. Ah ja, okay. Natürlich muss ich nicht vergessen, dass das Orchester braucht meine rechte Hand, um präzise Schläge zu sehen, manchmal, aber manchmal auch nicht. Warum habe ich am Anfang im Gegenteil gesagt? Ja. Weil wegen Corona-Zeiten sitzen wir jetzt natürlich mit viel größeren Abständen. Das macht unsere Arbeit, Musikernarbeit, aber auch unsere Dirigentenarbeit viel schwieriger. Ja, genau. Wegen Zusammenspiel erst auch, ne? Das Zusammenspielen zu kontrollieren. Ja, genau. Ja. Und da habe ich mir überlegt, deswegen habe ich die Proben doch mit Taktstock gemacht, aber dann habe ich mich wieder so ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich diesen Prozess schon vorher begonnen habe, mich von dem Taktstock zu verabschieden. Ja. Dann musste ich das Orchester fragen, ist das okay? Aber dann hat jemand gesagt, ich habe es überhaupt nicht bemerkt. Dann habe ich gesagt, das war die richtige Antwort. Genau, dann ist eine Bestätigung. Ne? Eine Bestätigung, es macht keinen Unterschied. Also wenn jemand, wenn ein Dirigent mit seinem Körper alles zeigt, was er kann, um die Ergebnisse zu kriegen, von Klang, von Rhythmus, von Phrasierungen, schafft er das mit und oder ohne Taktstock. Du dirigierst ja, wenn jetzt nicht Corona ist, auch viel im Ausland. Also natürlich klar in deiner Heimat, in Israel, aber auch an den renommiertesten internationalen Opernhäusern. Egal ob in London, in Wien, in Paris, Zürich, New York, an der Met. Hast du das Gefühl, reagiert das Publikum dort anders als in Deutschland? Und wenn ja, wie? Ich sage immer, ein Orchester ist so eine Mini-Gesellschaft. Ja. Aber auch ein Publikum ist dadurch ein Representative of die Gesellschaft. Ja. Wenn die Gesellschaft in Japan anders als die Gesellschaft in Deutschland oder in Großbritannien, Amerika oder Spanien ist, dann reagiert das Publikum auch anders. Ah, ja. Okay. Auch wenn das Publikum ein Mix internationales Publikum ist, die Mentalität, die lokale Mentalität ist natürlich anders. Ja. Beim Musizieren, beim Klatschen, bei ruhig zu bleiben oder immer beschäftigt. Also es ist anders. Also, und gibt es so für dich so einen Favoriten, wo du sagst, ah, da gehe ich besonders gern hin, weil vielleicht irgendwie die Rahmenbedingungen besonders sind oder eben weil vielleicht dort ein bisschen enthusiastischer? Jeder Ort ist ein Favorit. Jeder Ort ist ein Favorit. Jeder Ort ist ein Favorit für, wegen anderer Gründe natürlich. Ja. Natürlich, immer wenn ich zu einem neues Ort komme, bin ich erst verliebt und dann, wenn du verliebt bist, dann ist es dein Favorit. Ja, genau. Und dann beruhigen sich die Sachen. Ja, genau. Und dann bleibt die Liebe. Ja. Und dann, man merkt auch andere Sachen so langsam. Genau wie in jeder Beziehung. Ja, genau. In jeder Beziehung ist es so. Auch unsere Beziehung als Künstler mit unserem Publikum. Ja. Also wir haben dieses Prozess genau wie bei jede andere Beziehung. Ja, jetzt haben wir ja gerade schon über Opern gesprochen. Worin liegt für dich der Unterschied zwischen Oper und Sinfoniekonzert, und zwar in Bezug auf deine Vorbereitung? Also klar ist natürlich eine Oper was anderes als ein Sinfoniekonzert, aber gibt es noch mal irgendwie was Konkretes, wo du sagst, ja, hier, ich muss mich noch mal mental vorbereiten, vielleicht weil halt natürlich eine Oper, du natürlich am Schluss 200 Leute irgendwie gleichzeitig führen musst, ja, oder? Ja, also ich würde jetzt auf zwei Ebenen antworten. Natürlich gibt es die technische Ebene, es ist eine andere Art von Kontrolle. Ja. Es ist anders, nur ein Symphonieorchester zu kontrollieren, egal ob das 40 Leute oder 80 Leute oder 100 Leute. Ja. Aber dazu kommen noch 10, 12, 15 Solisten, 80 oder 100 Leute im Chor, Ballett und Regie und alles möglich, ist es technisch anders zu kontrollieren. Ja. Die andere Ebene von Vorbereitung ist Text. Ja.
Und du kennst mich schon als Dirigent. Ich versuche auch hier bei uns, einem Symphonieorchester, immer wenn ich über Interpretation, egal was Interpretation ist, ja, zu reden oder Phrasierungen oder Farben überhaupt, ja, genau, immer in Relation zu einem Text, der bei uns überhaupt nicht gibt, ja, in unserer Musik. Ja, genau. Aber immer Ideen, Metaphoren und Beispiele, textuelle Beispiele geben, ja, für verschiedene Arten von Artikulationen zu kriegen. Ja, genau. Weil Text hat Artikulation, man kann das so sagen, man kann das so sagen, man, ja, es kann. Und da kriege ich meine berühmte Ettinger Farben von meinen Orchestern. Ja. Berühmte sage ich jetzt nicht, dass ich es sage, aber ich höre immer, ja, das ist dein Klang. Ja, genau. Sag, okay, ja, was ist mein Klang? Ich mache, was ich mache. Ja, genau. Also ich weiß, was ich mache. Die Ergebnisse erkennen die Leute, also mein Publikum, ja, als mein Klang und meine Phrasierung. Text, egal ob es ein Subtext ist oder Text in Oper, Libretto, das macht einen riesen Unterschied in meiner Vorbereitung. Ja, genau. Okay. Natürlich kann ich überhaupt nicht mit einer Oper zu beginnen, bevor ich den Text richtig gut kenne. Ja. Und wir sollen auch nicht vergessen, dass die Komposition, also wir reden jetzt von Oper, die Komposition, ja, ja, ist die allererste Interpretation von einem Text. Genau. Und diese Interpretation gehört dem Komponisten. Genau. Ja? Mhm. Ja. Also wie kann ich überhaupt mich mit einer Partitur zu beschäftigen, bevor ich verstehe, was der Komponist hat versucht, wie hat der Komponist versucht, diesen Text zu interpretieren. Ja. Also Text, Text, Text. Genau. Auch wenn das Text Subtext ist. Ja. Bei Symphoniemusik, weil wir haben keinen Text. Genau. Weil du es gerade ansprichst, Dan, das ist ja das Libretto, sagt man. Ne? Ja. Und du hast da im Interview mal mit Hans-Horst Bauer bei der Opera Lounge, hast du eben gesagt, wenn ein Regisseur versucht, das Libretto eigenständig zu deuten, ohne zu respektieren, was der Komponist in der Musik bereits interpretiert hat. Das stört mich, das tut richtig weh. Aber das ist genau, was ich jetzt schon... Genau. Was du grad... Tut mir leid, ich habe das schon geantwortet. Nee, aber nicht. Es gehört natürlich alles, ja, dazu. Genau. Man muss nicht vergessen, ich habe nichts gegen moderne Inszenierungen. Es, ja, geht überhaupt nicht um modern oder nicht modern, ja, schön oder hässlich, bequem oder unbequem. Nein, ja, es geht um nicht respektlos zu sein, ja, zu einem Komponist, der das Libretto schon interpretiert hat. Ja, genau. Die Musik ist schon eine Interpretation von Text. Genau. Und deswegen jetzt die Frage, dass, wenn du sagst, das stört mich, es tut richtig weh. Also das sind ja schon auch Emotionen, die da in sind dir aufkommen. Aber es tut auch körperlich weh, weil, ja, wie gesagt, ich als Dirigent muss oder will auf jeden Fall, ja, die Ergebnisse bekommen von meinem Orchester, von Sängern, von allem. Und ich mache das mit meinem Körper. Ja, ja. Und wenn die Ergebnisse jetzt anders sein sollen, ja, genau, wegen auch gute manchmal Wünsche von Regisseuren, ja, aber es passt nicht für diese natürliche Flow auf meine Musik oder unsere Musik und das Komponistenmusik, ja, dann tut es natürlich körperlich auch weh, ja, weil, ja, dann kann ich meinen Körper nicht so natürlich funktionieren lassen. Ah, ja, okay. Weil du weißt auch als Musiker, es ist schon automatisch bei uns. Genau. Also die Sachen sollen ein gewisses Flow haben. Richtig. Und wenn dieser Flow fast zerstört wird, ja, genau, wegen einer anderen Interpretation, die gegen die Musik, ja, genau, heißt, gegen diese Natürlichkeit, ja, dann tut es richtig weh. Auch wenn das nur metaphorisch weh tut, ja, aber, ja, manchmal tut es weh, weil dann
ja, dann machen wir Sachen unnatürlich. Ja, genau. Mit ja, ja. unser Körper. Ja. Und das merkt man nachher. Das merkt man definitiv, ja. Genau so ist es. Und das wollte ich jetzt eben noch fragen. Das heißt, wie gehst du in dem Moment mit den Emotionen um? Also du gehst ja dann vielleicht, weil manchmal kann man es wahrscheinlich dann auch nicht mehr ändern, oder? Wenn der Regisseur, selbst wenn du jetzt sagst, ne, es stört mich, er macht es anders. Aber gehst du einfach auf die Bühne und sagst dann einfach, okay, dann ist es eben nicht so, wie ich es interpretiere und ich ziehe das jetzt trotzdem einfach durch? Oder hast du eben das Gefühl, es kostet dich dann mehr Kraft? Es gibt verschiedene Wege, damit zu in Frieden zu leben. Genau, ne? Ja, ja. Ein Weg ist einfach ignorieren, okay. meine Sache weiterzumachen mit meinen Musikern okay. und hoffen, dass beide, also dass zwei gute Künstler, einer der Musik macht, andere der Regie macht. Ja. Also wir sind nicht total fremde Leute. Also jeder hat auch eine Beziehung zu. Also ich habe auch Beziehung zu Theater und Drama und die Regisseure haben auch Beziehung zu Musik. Genau. Die sind doch keine Ignoranten. Man kann das auch nicht sagen. Und ich habe manchmal voll Vertrauen, dass wir beide Künstler, jeder macht seine Sache und es wird irgendwann kombiniert. Ja. Ja. Und am meisten klappt es. Ja. Manchmal finde ich auch diese vielleicht irritierende Konflikte zwischen Regie und Musik spannend. Ja, ja. Es muss nicht alles immer langweilig passen. Ja, ja, genau. Wie gesagt, es gibt so viel, wir können jetzt stundenlang darüber reden, absolut, ne? wie man sich damit, also ich versuche, so älter ich werde, weniger Kraft zu haben. Ja, genau. Es lohnt sich nicht. Ja. Das habe ich gelernt, gelernt von meinen Mistakes. Okay. Deswegen sage ich manchmal ignorieren im Sinn von weiter unsere Sache zu machen und einfach das Vertrauen haben, dass die Kunst einfach größer ist, als was wir machen. Ja, okay. Man muss es auch nicht vergessen. Ja. Diese heilige Kunst ist schon größer als alles, was wir versuchen hier zu machen. Ja, ja, das ist es. Dann gibt es etwas, worauf du am Tag oder spätestens am Abend davor vielleicht besonders achtest, wenn du jetzt weißt, das ist jetzt wirklich eine große Produktion, vielleicht auch eine Premiere von irgendwas, wo du sagst, das ist mir ganz wichtig, ist mir heilig, am Abend davor. Es geht nur um Konzentration. Es geht um Konzentration. Was machst du, um dich da zu konzentrieren? Schlafen. Schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Okay. Es klingt einfach, ja. aber vor eine große Premiere zu schlafen, ist überhaupt nicht so einfach. Ja, das und weißt du, jeder Künstler hat seine Art von Lampenfieber zu haben. Ja, genau. Bei mir ist es, ich werde plötzlich so müde, also die letzten 5 oder 10 Minuten vor einer Vorstellung möchte ich schlafen gehen. Ah, okay. Das ist mein Art zu sein, dann, du bist noch nervös. Ja. Nach 20 Jahren Karriere, das ist ein gutes Zeichen. Ja, genau. Da spürt man, dass man noch lebt. Ne? Ja, aber bei mir ist diese Nervosität, also ich will einfach schlafen. Also ich bin jetzt 100% vorbereitet, um schlafen zu gehen. Ja. Wenn ich versuche, es zu interpretieren, bedeutet es für mich, dass mein Körper oder meine Seele, egal wie das heißt, leer genug ist, um jetzt was neu zu beginnen, neu zu schaffen. Und du weißt, wenn wir musizieren, im Konzert oder Oper, ich versuche auf jeden Fall ein Stück vom Neu, also von ganz vom Anfang zu schaffen. Genau. Als ob, es klingt jetzt wie der allerletzte Klischee, aber es ist so. Ja, als ob ich das Stück zum ersten Mal dirigiere, spiele oder sogar höre als Zuschauer. Okay. Sonst wofür brauchen wir die 20. La Bohème spielen oder sehen? Richtig. Wenn wir nicht versuchen, jetzt von vorne padam pam pam zu komponieren. Ja, genau. Ja. Und ist es dann auch das, was du dann in deinem Zimmer, in der Garderobe machst, also jetzt nochmal, bevor du dann wirklich rausgehst, ja, weil du sagst, du bist dann müde, du würdest am liebsten schlafen, so. Ist du da noch was? Ist du noch eine
Banane, noch eine Schoki? Also erst muss ich alle Leute wegschicken. Mhm. Okay. Gäste, Agentur, was weiß ich. Ja, genau. Also bis die letzte 15 Minuten. Ja. Ist mir lieber, beschäftigt zu sein. Ja, also nicht zu viel Zeit haben für Nervosität und Gedanken, positiv oder negativ Gedanken. Genau, ja. Aber dann kommen die letzten 15 Minuten, ich spüre es schon, ich will schlafen gehen, dann muss ich alle wegschicken und einfach diese Konzentration zu gewinnen. Ja, okay. Einfach allein zu bleiben, mich selbst erlauben, nervös zu sein. Ja, genau. Aha. Und nicht kämpfen. Ne? Nervosität ist eine gute Sache. Ja, ja. Ja, und dann kommt noch ein Schluck Wasser. Nicht zu viel, wenn man, wenn der erste Akt zu lang ist. Ja, genau. Banane normalerweise später, eine Pause. Aha, okay. Und dann geht's los. Super. Und ich schwöre, ich will noch schlafen, auch wenn ich mein erster Tritt auf zum Orchestergraben mache. Okay. Und nur ab dem Auftakt, da bin ich wach. Dann bist du da. Cool. Komisch, aber jeder reagiert witzig, anders. Ja, genau, so ist es nämlich. Hast du noch mal so ein persönliches Ritual, bevor du den letzten Meter dann rausgehst? Ist es so irgendwas, einen Satz, den du dir selber noch mal sagst? Irgendwie? Nee, Satz nicht, oder? Aber wie du vorher gesagt hast, nach 10 Jahre Karriere als Sänger, ich sage immer, einmal ein Sänger, immer ein Sänger. Ja. Und als Sänger lernen wir anders zu atmen, natürlich. Mhm. Ja, genau. Ja. Und ich benutze bis heute einfach eine Atemtechnik, um mich zu beruhigen und zu konzentrieren, um ein Center zu kriegen. Okay. Also genau wie bei Yoga oder bei Meditation. Training oder so. Einfach paar Atemübungen, die ich für mein Leben als Bariton noch habe. Ja, genau. Und das bringt mich sofort in eine schöne Konstellation. Super. Körperlich jetzt rede ich, weil diese Tube zu öffnen, Atem-Exercises, das bringt plötzlich alles zu einem Supercenter und dann geht's los. Super. Manchmal dann dirigierst du und spielst gleichzeitig noch Klavier. Also, oder jetzt zum Beispiel bei Vivaldi 4 Jahreszeiten hast du gleichzeitig Cembalo gespielt und dirigiert. Ist es ein Moment, wo du sagst, eigentlich ist es entspannter, weil du dann eben gleichzeitig noch spielst? Oder sagst du, nee, ist es dann schon wirklich auch der doppelte Stress, weil man dann hier gucken muss und noch da? Also, entspannter ist es auf jeden Fall nicht. Nicht, ne? Aber also ich kann mir nicht anders, besser und kompletter vorstellen, eine Art von Musizierung, wo ich selbst mit meinen Musikern musiziere, aber nicht bei Dirigieren, sondern bei Spielen selbst. Ja, genau. Ja. Deswegen mache ich das auch so oft, wie ich kann. Mhm. Nach meiner Fingerverletzung schaffe ich nicht so viel zu spielen mehr, also wie ich es mir wünsche. Ja. Aber es ist mir immer sehr, sehr wichtig, einfach mit meinen Musikern so direkt wie möglich zu musizieren. Egal, ob das Kammermusik ist oder ein schönes Mozart- oder Haydn-Klavierkonzert. Genau. Weil da spare ich mir 10 Proben von Quatscherei. Ja, genau. Wenn das Orchester hört, wie ich spiele, wie ich artikuliere, wie ich phrasiere. Und es geht nicht um mich, um Gottes Willen. Ja. Es geht um, wie wir dann zusammen musizieren. Ja, genau. Und wie gesagt, es spart uns einfach so viel Zeit und es ist ein Riesensprung nach vorne, einfach zusammen zu musizieren. Deswegen mache ich es, obwohl es viel mehr Stress ist. Ja. Viel mehr. Okay. Ja. Weil dann bist du erst als Instrumentalist beschäftigt. Es ist eine Art von Konzentration. Ja. Und gleichzeitig geht es gleichzeitig die Konzentration als Dirigent. Genau. Ja, ja. Würdest du sagen, jetzt zum Beispiel, wenn man beobachtet, wer ist noch in der Stadt? Jetzt weißt du, beim SWR ist der Kurenzis, bei der Oper ist der Meister.
wir Musiker gucken ja schon immer ein bisschen auch, ja, gerade in der Stadt, okay, wer ist auf meiner Position im anderen Orchester? Ist das auch so etwas, wo du sagst, du guckst da natürlich auch drauf und beeinflusst dich sowas? Und falls ja, wie? Immer, wenn ich versucht habe, sowas zu machen, war das eine Katastrophe. Da habe ich sofort schlechter dirigiert. Alles war plötzlich schlechter, weil es schon unnatürlich war. Ja. Das habe ich auch während meiner schon lange Karriere gelernt, einfach zu ignorieren, wie ein Pferd, so weiterzumachen. Ich mache meine eigenen Sachen. Ja. Natürlich, es ist sehr schwer, wenn du jeden Tag auf Facebook und Instagram alles siehst und was macht er und warum machen wir nicht das? Oder? Ist nicht einfach geworden, nicht einfacher geworden. Ja, man sieht zu viel. Aber ich persönlich habe versucht auf jeden Fall, alles positiv zu ignorieren. Ja. Also nicht im Sinn von, es ist nicht wichtig, aber für was ich mache mit meinen Orchestern, mit meinen Engagements, als Gast, muss ich es, ich sage nochmal, positiv ignorieren, um die gleiche Konzentration weiter zu haben und weiter zu führen. Ja. Weil immer links und rechts zu gucken, macht deine Konzentration kaputt, meine Konzentration kaputt. Ja. Wie ist es dann auch zum Beispiel mal bei Zeitungskritiken? Liest du die oder sagst du da dann auch, nicht mehr. Blende das aus, eben genau deswegen vielleicht nicht auch? Gab es da mal auch was Negatives, wo du sagst, das hat mich jetzt richtig getroffen? Es gibt immer Negatives, es gibt immer Positives. Manchmal nimmst du das sehr emotionell, manchmal überhaupt nicht. Ja, genau. Aber wir müssen eine Sache nicht vergessen. Diese ganze Profession von Kritik, also heute kann jeder schreiben, was er will. Jeder hat einen Blog, jeder kommentiert auf YouTube-Videos oder Facebook-Posts. Jeder ist ein Kritiker geworden. Yeah. Also wenn wir jetzt, und es ist auch okay, jeder kann seine Meinung haben. Leider kann jeder auch seine Meinung schreiben. das so ist es heute. Ja, es ist genau das gleiche Art von positiv ignorieren. Ja, genau. Man muss es nicht lesen. Also je älter ich werde, dann weiß ich, ich bin, wer ich bin. Ja. Ich mach meine Sachen. Ich bin meine eigene, strengster Kritiker. Strengster Kritiker, ja, genau. Also ich denke, niemand kann mich selbst kritisieren besser als ich. Ja. Natürlich, man kann mich anders kritisieren. Ja, ja. Aber das Level von Kritik ist schon sehr, sehr hoch bei mir. Ja. Und das reicht mir. Ja. Also jetzt, wo ich bin. Es war natürlich anders vor 10 oder 15 Jahren. Ja. Ist natürlich. Ja, genau. Was wären deine Tipps aus heutiger Sicht für Dirigierstudenten? Schwere Frage. Was ist überhaupt Dirigieren? Was bedeutet überhaupt Dirigieren zu studieren, zu lernen? Ja. Lernt man das in einer Klasse? Gute Frage. Lernt man das allein? Lernt man das mit vielen Mitschülerinnen? Lernt man das besser in Masterkurse? Ja. Man kann, also es ist sehr individuell. Ja. Eine Sache ist klar, Dirigieren ohne Erfahrung geht nicht. Also die Erfahrung, was ich in meinen Jahren an der Staatsoper Berlin bekommen habe, von Daniel Barenboim und von der Staatskapelle, das ist eine Erfahrung, die unvergleichbar ist. Ja, genau. Ja. Und das konnte ich mir natürlich nicht besser vorstellen. Ja, genau. Also wie gesagt, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Auch mit unprofessionellen Orchester zu beginnen. Ja. Es ist natürlich schwieriger mit unprofessionellen Orchester. Das war eine Sache, die ich mich selbst korrigieren musste, weil ich habe in Israel begonnen, nicht unbedingt immer im hohen Spitzenniveau Orchestern zu dirigieren. Ja, okay. Und dann natürlich arbeitest du anders. Ja, genau. Und dann plötzlich kommst du zu, Wiener Philharmoniker oder... Ja.
Und dann brauchst du nicht so schwer zu arbeiten, weil ja, da sind Orchestern, die fast von allein spielen. Und dann musste ich mich auch anders kontrollieren und Sachen, die ich bei einer weniger professionellen oder anderen Niveau von Orchester dirigiert, wie ich da, dort dirigiert habe, konnte ich die anderen Orchester nicht so dirigieren. Ja, genau. Aber das ist genau diese Erfahrung, wovon ich rede. Ja. Und wie man überhaupt mit Musikern redet und wie bekommt man die Ergebnisse, die ich will und das Orchester selbst will, einfach Kommunikation. Ja. Dirigieren und Kommunikation ist, da können wir noch 5 Stunden reden. Ja, genau. Also wie man überhaupt mit einem Orchester und Orchestermusikern kommuniziert. Ja, genau. Generell kommuniziert. Ja, ja. Und die musikalischen Wünsche kommuniziert. Ja, genau. Das ist eine Riesenschule. Ja. Und das kommt nur mit Erfahrung. Das kann, das kann ein Professor in einer Schulklasse nicht, also diese Erfahrung kriegt man nur Learning by Doing. Ja, genau. Einfach Learning by Doing. Ja. Mit der Erfahrung von heute, wenn du nochmal zurückblickst jetzt, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich anders machen? Oder würdest du sagen, nein, ich würde alles nochmal genauso machen? Es ist alles eine Frage von Timing im Leben. Mhm. Ne? Ja. Und ich habe mit meinem Dirigat ziemlich spät begonnen. Mhm. Es war auf Einladung von Asher Fish, ne? Einladung von Asher Fish an der Israeli Opera. Richtig. Wir haben einen Chorleiter gesucht. Ja. Und er wusste, dass ich das als Hobby mache. Genau. Hat mir immer gesagt, ach Dan, du bist kein Sänger. Das war ein Kompliment. Ja, du bist kein Sänger, du bist ein Dirigent. Ja. Damals wusste ich nicht, dass das ein Kompliment ist. Ja, klar. Und dann kam dieses Angebot des Chorleiter und ich hatte das Chutzpe genug gehabt, um zu sagen, wenn Chorleiter, dann bitte auch Assistent. Und ich will das Metier, also wirklich diese Profession lernen by doing. Ja. Und er hat das Risiko genommen, ich auch. Ich habe alles anders, Klavier und Gesang, quasi weggelassen. Stark. Und ein neues Leben ist so begonnen. Aber warum haben wir davon geredet? Ob du noch mal was anders machen würdest. Aber das war ziemlich spät in meiner Karriere. Ja, genau. Also heute beginnen alle schon, auch zu dirigieren, schon mit 23, 24 einen Wettbewerb gewinnen und plötzlich da ist ein neuer Star. Aber du warst schon 10 Jahre erfolgreicher Sänger und Pianist in Israel, ne? Ja, aber dann plötzlich eine neue Karriere mit fast 30 zu beginnen. Ja. Ja, ja. Also ich kann mich bis jetzt erinnern, der Blick auf Daniel Barenboims Auge, als er mit mir gefragt hat, wie alt ich bin. Ja. Und ich hatte jetzt schon fast 33. Da konnte ich schon die Mini-Enttäuschung sehen, weil alle wollen auch neue, junge Stars entdecken. Genau. Aber trotzdem hat es super, super geklappt. Ja. Warum erzähle ich das? Weil ich war schon ein erwachsener Musiker. Ja. Und die Großzügigkeit von Barenboim, mir sofort als sein Assistenten, aber auch als Kapellmeister mit fast 50 Abenden zu dirigieren. Großzügig, aber auch nicht unproblematisch, weil ich konnte gleichzeitig auch nicht der optimale Assistent sein. Ja. Weißt du? Ja. Und ein Assistent, der 100% mit seinem Mentor ist, das konnte ich einfach nicht. Ja, okay. Und wer weiß, vielleicht hätte ich etwas früher begonnen und jünger als Assistent und mit vielleicht weniger Erfahrung und mit einer vollständigen charakteristisch Assistent zu sein, wenn du verstehst, was ich meine, dann vielleicht wäre meine Karriere noch in andere, höhere Richtungen gehen, weil die Gelegenheit konnte ich, wollte ich auch nicht für meine Interesse benutzen. Ja, okay. Mhm. Ja, ja. Vielleicht hätte ich das anders gemacht, aber Timing. Es ist alles ein Spiel von Timing. Ja. Und ich war schon erwachsen genug,
Ich konnte nicht der vollständige Assistent sein. Ja, genau. Mein Charakter hat mir nicht erlaubt, Favors zu verlangen oder diese Connections für Engagements oder Agenturen, große Agenturen oder Labels zu benutzen. Ja. Das bin ich nicht. Ja, genau. Okay. Und das war auch zu spät zu meiner Personalität damals. Ah ja, okay. Ja. Also wenn schon, dann hätte ich mir das anders gewünscht. Ja, ja. Aber Timing ist Timing und ich habe alles genutzt, also ein bisschen zum Maximum, was ich lernen konnte, ja, um einfach meinen Weg weiterzumachen. Und da sitzen wir heute hier. Ja, genau. Umso besser. Ja. Was ist vielleicht so deine lustigste Panne, an die du dich zurückerinnerst? Gibt es da so einen Moment, wo du sagst, da ist was passiert, aber eigentlich, wenn ich jetzt da mich dran zurück... Lustig. Ja. Also eine Verletzung ist nicht lustig. Nee, eine Verletzung aber, ist nicht lustig. Aber ist schon eine spannende Geschichte. Ja. Wo ich in Israel eine Uraufführung, Saxophonquartett mit Orchester, Uraufführung, ja. Ja. So ein ungefähr 10-12 Minuten Stück. Okay. Ziemlich einfach zu dirigieren, also im Prinzip 1, 2, 3, 4, nicht sehr kompliziert. Und ich dirigiere 2, 3, 4, 1, 2 und dann plötzlich sehe, dass die 3 geht nicht. Ja. Keine Ahnung warum, bis ich gesehen habe, dass der Dirigatstab von hier reingekommen ist und von hier rausgekommen ist. Nee. Also ich habe mich wirklich durchgestochen. Meine Güte. Gott sei Dank war das nur Fleisch. Ja, ja. Überhaupt keine Verletzung. Ja. Mein Instinkt war einfach sehr gefährlich. Jetzt weiß ich. Ja, einfach ja, genau. Das rauszunehmen. Soll man gar nicht, ne? Und einfach das Blut zu stoppen. Okay. Und die nächste 8-9 Minuten weiter zu dirigieren. Nicht in Ohnmacht zu fallen, weil Blut und alles. Ja. Und da einfach weiter auf Automat. Ja. Dann in die Kulissen, dann habe ich meine Hand aufgemacht. Ja. War nur so ein Punkt von Blut. Echt, hat's gar nicht so. Und das war's. Ja. Das war's. Das war's. Also eine Verletzung und was lustig ist, dass ich so glücklich war. Wirklich Glück, aber das war, also so zu gucken und sehen das gesamte Dirigatstab zu sehen, aber dazwischen eine Hand zu haben, falsch lustig. Das ist wirklich brutal. Ja. Wahnsinn. Vielleicht eine vorletzte Frage, wenn du jetzt mal guckst, im Spitzensport so, findest du einen Trainer, zum Beispiel jetzt im Fußball oder so, lässt sich das mit dem Dirigenten im Orchester vergleichen? Und wenn ja, wo sind die Ähnlichkeiten und vielleicht, wo liegt da der Unterschied? Definitiv ja. Ja. Also wir trainen unsere Orchester erst. Ja. Wir motivieren unsere Musiker. Ja, genau. Wir bringen alle zusammen. Mhm. Unsere Funktion ist, die Musiker zu bringen, um das Beste zu machen. Ja, genau. Was macht ein Trainer? Ja. Genau das. Ja, genau. Oder? Ja, genau so ist es, ja. Ja. Und auch der Unterschied ist, beim Spiel, vielleicht kenne ich mich nicht so gut aus, ist der Trainer nicht so aktiv wie der Dirigent vielleicht. Ja. Also schon aktiv, aber nicht so aktiv. Also wir musizieren mit. Ja. Ja, genau. Das ist vielleicht schon ein Unterschied. Ja. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche für mich. Für mich. Ich sage immer, in unserem Beruf, es gibt 100% von Musik, aber es gibt noch 100% von Persönlichkeit, Psychologie, Kommunikation. Und diese 200% machen diese 100% von Dirigent, wenn ich das so beschreiben kann. Ja, genau. Du arbeitest ja durchaus auch mit absoluten Weltstars zusammen. Ja? Also Krasimira Stojanova, Jonas Kaufmann, Diana Damrau. Jetzt hast du mal auch in einem Interview gesagt, es ist natürlich wichtig, vielleicht schon bei den Klavierproben oder bei den szenischen Proben, weil man dann natürlich schon mal sieht und spürt, wie sie atmen. Und daraus ergibt sich natürlich auch schon mal das Tempo.
Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt mal du und eben diese Weltstars vielleicht mal eine unterschiedliche Vorstellung haben. Wie moderierst du das dann? Wer gewinnt dann am Ende? Derjenige, der Weltstar ist? Oder sagst du, ne, stopp mal, ich bin immer noch der Chef hier und sehr einfache Antwort. Es geht nur um Respekt. Ja, okay. Und Respekt muss gegenseitig sein. Ja. Da ist ein Respektspiel. Ja. Kein Ego-Spiel, ja. Respektspiel. Genau. Und da geht es um die Kommunikation. Alle, ne? Ja. 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 Ich versuche meine Kollegen, egal non-Star oder Star, ja, zu respektieren. Ja. Und dann erwarte ich auch, mhm, dass die Kollegen mich respektieren. Und so läuft die Kommunikation. Respekt, Respekt, Respekt. Super. Das ist ein wunderschönes Schlusswort dann. An dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank jetzt nochmal für deine Zeit und für die offenen und ehrlichen Antworten. Ganz herzlichen Dank dir. Hat mir auch Spaß gemacht.